Selbstverwirklichung. Kaltes Klopfen erhöht den kritischen Schaden an der Frostzauber 25% und senkt ihren Mana-Kosten um 4. Eissturm, jetzt Zauberer des Spruches an der 5% Chance, Geburtstag von Eisexplosion zurückzusetzen. Nö. Hast verringern. Kauterisieren. Angriffe, die dich auf 0 GP bringen, stellen 40% deiner gesamten GP wieder her, aber der Effekt verbrennt dich für 30% deiner gesamten HP über 6 Sekunden. Dieser Effekt kann nur einmal pro Minute auslösen. Was sind HP? Könnte auch erhöht die Chance, erhöht den Schaden von Feuerregen und senkt seinen Cooldown. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder einfach kritische Treffer verbessern. Also Feuerball verbessern. Komm, nehmen wir mal die Selbstverwirklichung. Mal sehen, ob wir was dran merken. Okay. Hier will ich nicht runterfallen. Hier ist Feuer. Hier könnte allerdings die Treppe sein, die ins Feuer führt. So, jetzt erstmal zurückfallen lassen, dass wir den Rücken frei haben. Dann die da ein bisschen umboxen. Au, jetzt schlägt der, wen er will. Jetzt nicht mehr. Ach, der ist nicht wirklich so toll, der Ring. Radkin-Krieger geht da unten lang. Da geht ein Radkin-Schamane. Okay, erstmal die Krieger hier loswerden. Die sind schon mal sehr, sehr garstig. Bald. So, ihr seid tot. Was steht hier? Ich pirsche. Oh, ein Rätsel. Ich gleite. Ich stehe. Ich pirsche, ich gleite, ich stehe. Hoffentlich findet man das hier unten in diesen... Oh, ich kenne diesen Geruch. Ja, unser Freund Schweinekopf muss in der Nähe sein.
Er war einer unserer Gefangenen, halb Mensch und halb Schwein. Mehr Schweine, wenn du mich fragst. Möchtest du mehr über ihn wissen? Okay, er ist ein starker Kämpfer und attackiert auf zwei Ziele gleichzeitig, sodass Heilen sehr wichtig sein wird. Okay, meine Damen und Herren, los geht's. Ich bin schon beim zweiten Boss. Ja, das wird der da sein. Nein, 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 nein. Ach, da ist eine Statue, okay. Okay, kann ich mir das schon mal merken. Ja, da habe ich die Schamanen gesehen. Da sind wir hergekommen. Okay, rüber erstmal mit den Radling. Sklavtiots Vergnügen. Ach du meine Güte. Das könnte recht böse enden. Vielleicht sind die Rattlinge weg, aber... Dann kommen die da. Die locke ich gleich mal so zu mir. Oh, schade, die haben meinen Skill, meine Stoßwelle unterbrochen. Nein, euch war ich richtig Feuer unter Wintern. Okay, da muss ich mal die Notfallheilung benutzen. So, jetzt noch Turm weg. Bitte. Gut. Na, da kommen schon die nächsten. So, jetzt aber. Die konnte ich betäuben. Abfackeln. Dich heilen. Okay, du hast nicht genug Mana. Dann kriegst du mal ein Schlückchen. Du kriegst was zu essen. Weder der Ring noch das Horn sind sonderlich für was zu gebrauchen. Nehme ich lieber den Heiltrank. Okay, hier bin ich reingekommen.
Treppe. Rampe mit sich bewegenden Schatten. Ja. Mehrere Wege und keine Karte ist immer gut. Okay, das waren die Schützen da oben, die mich bemerkt haben. Dann ignorieren wir mal die Schützen. Ah, schon wieder Krieger. Oh nö. Ich hab die Heilung vergessen. Ah ne, die Heilung ist da. Gut. Tick. Der Zyklop. Er benutzt einen Hieb. Okay. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber wir lieber alles raus, was wir so haben. Das. Hierbei soll es zurückweichen. Prügeln. Habe ich parieren können. Schwingen. Das ist schlimm. Schwingen tut nur weh. Hieb ausweichen. Mehr Damage hinterher packen. Noch mehr Damage. Sicherheitshalber mehr Heilung. Und ja, an den einzelnen Zyklopen hätte ich auch bluten lassen können. Ah, ein Ring des... ein besserer Ring des Bären für ihn. So, bitte. Sie hat auch nur so einen Bärenring. Wird der auch mal ersetzt. Okay, Epiklot hat er bewacht. Und das sieht fast aus wie die Treppe für die Karte. Lege sie unten auf die Treppe, die in der Hitze steht. Das sieht aus wie die Treppe, die in der Hitze steht, ja. Aber ja, der da. Ist perfekt für Hagrim. Ja, und du kriegst mal den.
Auf die 7 Stärke können wir jetzt auch ein bisschen verzichten. Hauptsache, du hast bessere andere Sets. Okay. Das heißt, wir können jetzt noch da runter. Ich wollte gerade sagen, warum kommt mir das hier so vor, als ob es hier was gibt? Ah. Ein Amethystring des Wandbrechers. Nehmen wir mal mit. Gucken wir mal, ob wir was damit anfangen können. Also ja, da kam ich her. Hier ging es zum Schweinemeister runter. Ei. Schamanen. Darf ich euch ein bisschen töten? Ich hab keinen eingehört. Tierfluch. Ja, das klingt gar nicht mal so nett. Dass ihr euch heilt, klingt aber auch nicht nett. Tierfluch. Schädigt das Ziel für 5 GP bei 21 Sekunden. Schaden erhöht sich durch Stapeln exponentiell, okay. Nein, nein, du heilst dich nicht. Du heilst. So, jetzt noch du weg. Ja, auch nicht so wirklich was Besonderes. Ja. Das ist einmal hier im Kreis gegangen. Oh, aber... ein Heiltrank. Das ist ein dunkler Gang. Das ist auch einmal im Kreis gegangen. Okay. Ich kann da runtergehen oder hier lang gehen. Hier sieht die Decke etwas komisch aus, muss ich sagen. Aber nee, hier ist... ah ja. Unsere portierbare Abkürzung. Gut. Das heißt, es bleibt noch der Weg hier runter. Ach, wisst ihr was? Die wir da jetzt gerade an der Pelle haben. Um die sollten wir uns kümmern. Aber richtig krass böse kümmern. Du heilst nicht, nö.
Oh, du lebst noch. Jetzt bist du tot. Okay. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin. Und speichern. LP023. Und dann mache ich jetzt einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder.